transdisciplinarity is really important to ask the scientists to go beyond the university walls. Transdisziplinarität kann helfen, zu sehen, was alles da ist, was wir nicht sehen. Für mich funktioniert eigentlich Forschung nur so und für mich funktioniert auch Praxis nur so. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Upgrade Your Science mit Transdisziplinarität, der Videoserie der Berlin University Alliance. In den vorherigen Videos haben wir gesehen, was ein transdisziplinärer Ansatz Neues für Wissenschaft bringt. Gemeinsam mit der Gesellschaft forschen. Das steht im Mittelpunkt der Projekte, die wir besucht haben. Heute haben wir uns mit der Frage beschäftigt, was die Beteiligten aus Wissenschaft und Praxis dazu motiviert, mit Transdisziplinarität neue Wege zu beschreiten. Was treibt Pega, Indira und die anderen dazu an, andere Perspektiven einzunehmen? Welche Herausforderungen sehen Sie und wie wollen Sie zu einer Lösung finden? We're on the brink of extinction, right? I mean, the heat today or the weather, and this, let's say, ecological breakdowns happen alongside the social catastrophes. Like, we can see that sociopolitically, even in Europe, you can feel it, what's happening now. It's not an easy time. So I don't think that, I mean, often at this moment, there's this thought that one needs to prioritize the social over the ecological, or the other way around. I think what we would like to demonstrate in this project is to kind of demonstrate that the social and the ecological need can go hand in hand. And I think this can be a great contribution because I find it often frustrating that in universities where people discuss theories, talk about the latest scientific development over nice wine, but actually we are seeing the world collapsing behind us. So I think transdisciplinarity is really important in this regard to kind of interact with the world outside the university walls more directly, and the other way around as well, to sensitize the non-expert with the latest scientific development. Also bei mir selbst ist es so, dass ich vor 2 Jahren im Friedrich-Hein-Kreuzberg-Museum ein Panel gemacht habe mit der Initiative 19. Februar Hanau und mit der Initiative Uri Giallo, weil beide Initiativen bestehend aus Angehörigen von aufgrund von Rassisten ermordeten Menschen eine Ausstellung geplant haben. Die haben die selber mit co-kuratiert mit allen Themen, die ihnen wichtig waren. Und für mich war das so ein Moment zu sehen, wie problematisch das ist, wenn wir uns einfach nur auf so öffentliche Strukturen verlassen. Also ne, wir bekommen Geld, zum Beispiel staatliche Finanzierung mit bestimmten Erwartungen. Und wir wissen aber gar nicht, wie viele Menschen ausgelassen davon sind, wie viele Menschen unsichtbar bleiben. Und für mich war das zum Beispiel, diese Arbeit mit den Initiativen und der Austausch, nochmal so ein großes Signal, dass ich persönlich meinen Blick eher dorthin richten möchte und weniger nur in Forschungskolloquien und ne, in diesen doch sehr abgeschlossenen Räumen. Ich fand es sehr bereichernd, es Horizonte erweiternd. Es hat mich teilweise politisiert, die Zusammenarbeit mit den ganz unterschiedlichen Leuten und Disziplinen und nicht nur dieses Interdisziplinäre, auch das Transdisziplinäre. Es sind neue Netzwerke entstanden für mich. Ich habe das Gefühl, ich konnte meine Methoden in das Projekt einbringen und es gab die Neugierde und die Offenheit. Das hat auf vielen Ebenen hat es mir noch ja, auf der einen Seite die Verantwortung, die ich auch habe, innerhalb meiner Institution gestärkt. Aber auch genau diese Möglichkeiten, wie Wissenschaft in die Gesellschaft rein wirken kann, hat es mir auch noch mal gezeigt und hat mir Mut gemacht, genau da weiterzugehen. It feels like for me working in a transdisciplinary group always feels like you have something new. Like every day you would find new informations and you never run out of new things. And it's amazing. I mean, in personal level, I think it's amazing. It makes you like anticipated into your days. But also, at the same time, if we discussed about
unlearning process. It also helps to getting rid of feeling bored of what you do. It's maybe very trivial, but I think it helps also to get through of what you do. So aside from getting new informations, getting new knowledge, but also it always opens you to possibilities. Ganz egozentrisch kann ich sagen, für mich war das eine sehr bereichernde Zusammenarbeit, auch in der Perspektive, wie funktioniert Museum, das auch nochmal zu verstehen, auch mit anderen in den Dialog zu gehen, andere Perspektiven einzuholen und daraus auch starke Statements zu generieren. Das finde ich, hat was sehr Empowerndes. Meine Rolle da drin war auch, die Kontakte, die ich auch schon habe, mit einzubringen. Ich glaube, das ist was, was wir alle getan haben. Ich komme aus Berlin. Ich denke, dass ich schon auch ganz schön viele Akteure in der Stadt kenne, aus dem psychosozialen Feld, aus dem Gesundheitsbereich. Und trotzdem, und das ist vielleicht eine sehr schöne Lernerfahrung für mich auch, ich habe die Stadt noch mal sehr anders kennengelernt. Transdisziplinäre Projekte wollen in die Gesellschaft wirken und zur Anwendung von Forschung beitragen. Das ist auch, was WissenschaftlerInnen aus ganz verschiedenen Fächern dazu motiviert, diesen Weg einzuschlagen. Dass das nicht ohne Fragen und Herausforderungen passiert, das hören wir im nächsten Video.